So, willkommen auf meinem YouTube-Kanal zur nächsten Folge. Wir hatten hier, sind ja hier stehen geblieben, weil hier so viel Brot rumliegt noch, also Getreide, dass wir vielleicht zur anderen Brotfabrik noch eine Linie bauen. Und das wollte ich dann jetzt mal in Angriff nehmen. Ich will nur mal gucken, wie wir es am besten machen. Ob wir mit der Linie jetzt hier fahren. Ja. So, schauen wir mal. So. So, ich würde sagen, wir nehmen diese Gleise hier und gucken, dass wir hier zu dieser Brotfabrik kommen. So, schon mal ein bisschen höher bauen. Dass wir hier über den großen Teich kommen. Ja, es könnte schon so ein bisschen hierher gehen. So, nehmen wir hier die Straße erstmal weg. So, Gleise schon mal ein bisschen höher kommen. Dass das Schiffe drunter durchpassen. So. Dann würde ich vielleicht auch wieder, ja, vielleicht nicht so eine super moderne Brücke. So eine. Die würde ich hier nehmen. So, jetzt hier wieder runter. So. Wir da. Ja, aber. So. Und da würde ich dann wieder hier aufschütten. So. Genau. Und jetzt habe ich, glaube ich, wieder genau die falsche Seite erwischt. So. Ja, genau die falsche Seite. Da haben wir nur ein Gleis. Ah, guck. Jo. Also doch hier nochmal ein paar Umbaumaßnahmen machen. Ja. So, jetzt müsste ich erstmal hier hin. Nein, nicht abreißen. So, konfigurieren. Gleise. Plattformen. Machen wir mal die Doppel-1, damit man besser was sieht. Nee, das ist das nicht. Ist das die? Ja, ich glaube, das sind die.
das können wir dann so lassen. So, jetzt gehen wir wieder auf Schienen rüber. So. So. Bis hierhin. Und dann halt auch wieder hier so rein. So. So, und dann jetzt hier den Anschluss. So. Jo, lassen wir so. Mit der Aufschüttung. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich habe schon mal bei Heisi geguckt. Der hat so braune Dämme. Ich finde die eigentlich geil, die braunen Dämme. Ich finde sie nur nirgendwo. Und wenn ich welche habe, dann funktionieren die irgendwie nicht richtig. Deswegen habe ich das auch noch nie so großartig benutzt. Ja, nee, das ist mir zu nahe. So, dann müssten wir schon vielleicht hier ausfädeln. So, hier direkt an der. So. Und so. Und dann hier so. So hier rüber. So. Hier jetzt wieder das funktioniert. Habe ich hier eigentlich schon? Achso, ja, das war ja alt. Okay. Jetzt müssten wir nur wieder hier irgendwie. Das. Teil hinstellen, was wir brauchen, um, aber das ist jetzt blöde zu stellen, man kommt ja dann in gar kein Gleis richtig rein, oder? Warte, ich habe doch auch diese hier, sind die nicht von beiden Seiten? Nee, das ist nicht von beiden Seiten. Ich dachte, das wären von beiden Seiten Zufahrten. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man das jetzt hier als Brücke hat. Kann man es hier Nee. Hinten ist keine Ausfahrt, ne? Nein. Hinten ist keine Ausfahrt, nein. Also man könnte es aber so hier, wenn ich jetzt ein bisschen hoch gehe, ein bisschen drehe, ist mal was anders. Hier so. Und passt das? Ah, hier wird es passen. Ein bisschen drehen vielleicht, so. Und dann mal gucken, ob wir mit Gleisen da reinkommen. Wer kollidiert? Krümmung zu groß. Gut. Müssen wir die Krümmung kleiner machen. Der erste ja,
Ja, das sieht da nicht so schön aus, ne? Kann ich das näher dran setzen? So vielleicht. Dann ausfädeln. Fehlen mir aber dann die Dinger, das sieht aber auch nicht schön aus. Das sieht aber auch nicht schön aus, wenn da jetzt da die das gefällt mir alles nicht. So, versuchen wir es nochmal. So, wir hatten ja dieses Gebäude. Weil, wenn die Brückenpfeiler fehlen, das sieht ja auch doof aus. So. Ja, aber das ist wieder dasselbe, das ist zu hoch. Das Haus da hinsetzen, aber ein bisschen tiefer vielleicht. So, dahin, aber dann tiefer. Das ist aber dann alles wieder zu hoch. So kriegen wir es besser hin. Guck. Dann ein bisschen höher setzen. Ja, das wird gehen. So. Jetzt versuchen wir das mal. So, das daneben. Doch, so wird es mir vielleicht besser gefallen. So, da jetzt noch ein Signal hin. Jetzt haben wir uns mit diesem Mist hier ein bisschen länger aufgehalten. Ja, was heißt Mist? Sieht ja nun nicht schlecht aus, da in der Walachei so ein Werk hier. So, gucken wir mal, was transportiert der? Getreide. Nehmen wir hier mal die grünen Anhänger. 2, 4, 5, 6 Stück, ja. Auch eine Diesellok. Wir hatten doch hier jetzt solche. Nee. Nein.
hier diese. Das sind ÖBBs. Guck, was haben wir denn hier? Nur diese grauen. Nehmen wir diese. Kaufen, kaufen. Und dann müssen wir noch eine Linie einrichten. So. Und zwar hier Brotfabrik. Und hier Bauernhof. Wege, was? Weg zur Haltestelle kann er nicht finden. Warum nicht? Ach ja, 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 ja. Gut, das müssen wir dann gleich noch machen. Das ist dann wieder, ist alles nur wirres Hofen hier. Also, ist ja, naja, gut. Machen wir. Wirres Hofen Anbau. Brotfabrik. Wirris. So. Raute, ne, Linie. Raute 1. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich will ja nicht auf das Gleis. So, hier gucken, dass wir eine X-Weiche reinkriegen. Habe ich das schon gemacht? Nee, ne? Nee. So, X-Weiche. Okay. Kriege ich jetzt hier die X-Weiche wieder nicht hin? Ja, müssen wir noch mal anders setzen. So, gehen wir ein bisschen weiter nach hier hinten, so. Da passt es. Na, komm, so. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier mit den Schienen weitergehen. Eigentlich wollte ich die weiter geradeaus laufen lassen, aber das wäre ja nur auch kein Dings. Dann müsste man mal gucken, ob man jetzt von hier so rüberkommt mit einer X-Weiche. So. Wenn das jetzt eine X-Weiche gäbe hier. Die kann man umschalten und die kann man auch umschalten. Passt doch. Dann könnte der Zug von da kommend hier rein auf das Gleis. So. Bad Wörishofen Anbau müsste eigentlich auf 4 kommen, ja. So. Das passt schon mal. So, jetzt hier noch ein Signal hin. Ich hätte gerade mal wieder ein altes Signal. So. Hier ein Signal hin. Und da ein Signal hin. So. Das wird schon mal gehen. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir hier in 2 reinkommen. So, aber er müsste doch theoretisch, habe ich hier, doch an ist es. Er müsste theoretisch hier auch aufs andere Gleis kommen. So, schauen wir mal.
Auf 3. Ja, ist doch okay. So, wenn wir jetzt hier vielleicht noch eine X-Weiche hinkriegen. So, hier, so eine X-Weiche. So, bis hier. Und da zurück. Mir ist der Bahnhof zu nah. Kriege ich denn dann? Doch, der müsste ja dann auch auf 4 kommen. Ja. Und am Rückweg machen wir ihm einen Wegpunkt hin. Hier das Hupen. Machen wir ihm hier hin, dass er am Rückweg von Transfer hierher muss. Nee, das stimmt ja jetzt nicht. Nee. Warum kommt er denn jetzt hier nicht? Da muss er wieder aufs andere Gleis. Anbau muss er auf 4. So. So wird es dann zweispurig auch nicht richtig gehen, weil er müsste, wenn er von hier kommt, hierher. Ja, aber dann fährt er wieder die falsche Richtung. So, Anbau, ist das Anbau da? Ja, Anbau. Müsste ich gucken, dass er wieder auf 4 kommt. Und dann kann er aber nicht alle Haltestellen verbinden. So. Also da ging's. Machen die 4 raus. So. So ging's. Aber warum meckert er jetzt? So, er kommt dann da an, fährt da rein und fährt hier wieder zurück, ja. Bis da. Ach, hier ist das X-Weiche nicht an. Okay. So, ja, dann funktionierte das. Und hier auf der Seite beim Anbau könnte er theoretisch dann auch auf 3 fahren. Ja, das ging. Okay. So, müssen wir dann noch einen neuen Zug holen. Den ersten hier aus dem Depot. So, wo habe ich denn jetzt da? Okay, was? Was findet er denn jetzt wieder nicht? Doch, er müsste es doch hier rüber schaffen. Nee. Was habe ich denn jetzt hier vergessen? Hier die Weichen, die ist an. Und die auch. Er müsste doch jetzt hier den Weg hier hin schaffen. Hier rein. Ist das, weil jetzt die Signale hier fehlen? Ne, da ist es ja. So, und hier müsste dann auch noch eins hin. Er findet aber nicht den Weg dahin. Sind die Schienen noch hier unterbrochen? Rein. An ist es auch. Und die erste Linie müsste ja da sein. So, was fehlt denn jetzt hier? Elektrisch ist es auch.
Oder geht dieses Depot vielleicht nicht? Okay. Wörishofen Anbau. Das ist aber die Linie. Müssen wir anders machen. Verkaufen wir das hier mal nochmal. So. Setzen uns dann hier noch ein Gebäude hin. So. Nehmen wir mal das altbewährte, was immer funktioniert. So, Schienen. Hier dann rein so. So. Jetzt müssen wir den Zug halt noch mal zusammenstellen. Mal gucken, ob er es jetzt hinkriegt. So, wo habe ich die ÖBBs? Diese grüne und Cargo-Anhänger. Da hatte ich diese genommen. Aber auch in grün. 5. So, kaufen. Kaufen. Und dann auf die Linie. Warten wir Wörishofen Anbau. Dann liegt das wahrscheinlich am Depot. So, gucken, wie der Zug aussieht. Hier noch ein Signal hin. Hoffe ich ja mal, dass die Lok nicht so langsam ist. Lasst mich mal schauen. Diesel-Lok. Ich hatte hier. Wo habe ich sie denn jetzt? Die hier. 130 müsste die schaffen. Also. Ein Stück zurückgehen, mal gucken, wie sie von innen aussieht. Oh, ohne Lokführer. Na, nicht schlimm. So. Aber es ist gerade keine weltbewegende Geschwindigkeit, die sie fährt. 5 km/h. Ist das jetzt hier in einem Fake-Lok oder was? Ja, aber die kann auch als Elektro fahren. Was soll das? Diesel. Anhänger weg. Aber warum fährt die so langsam? Was ist hier mit dem?
Fahrzeug. Nee, Fahrzeug. Cargo-Anhänger. Grünen hatte ich, ne? Die. Aber die fährt halt nicht schneller. Hammer. Austauschen. Die Loks weg und dann mal gucken, dass wir hier andere Diesel-Loks hinkriegen. Schon besser aus. So, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar oder Kritik oder wie man es besser machen könnte, damit ich weiß, ob alles richtig läuft. Ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund, werdet gesund. Schönen Tag noch, euer Donny.